Hallo und herzlich willkommen zurück bei Steel Rising. Soll ich schon mal ein Ding erzählen? Ich bin ganz aufgeregt. Das Auto ist wieder da. Das Auto ist wieder ganz. Wir können heute nicht einkaufen fahren. Ist das nicht wunderbar? So. Sollte ich da drüber gehen? Gibt es da irgendwas? Nee, ach so, das ist die andere Seite. Nee, da wollen wir nicht hin. So, wir lesen jetzt erstmal das hier. Ein Rücktrittsschreiben, Eure Majestät. Da es offenkundig ist, dass ich euer Vertrauen verloren habe und ihr zögert, mich abzuberufen, bitte ich euch, mich von meinen Pflichten als Minister zu entbinden. Ich hoffe aufrichtig, dass mein Nachfolger euren Untertanen Wohlstand bescheren wird, die Frucht pflichtbewussten Dienstes. Ich verbleibe euer bescheidener und ergebener Diener, Jacques Necker. Ein Rücktrittsschreiben. Wir öffnen erstmal diese Kiste. Neue Kleidung. Bringt sie uns etwas? Nein. Okay, wir haben schon die beste Kleidung an, glaube ich. Ist das so angelegt, dass man nur diese Kleidung anlässt, die man jetzt anhat? Also welche Kleidung habt ihr denn an? Ich gehe irgendwie immer nach Verteidigung. Und links und rechts werden wahrscheinlich jetzt gleich Gegner rausspringen. Das kennen wir ja. Hier ist, das ist eine Buschwand. Da kommt niemand durch. Oh, hier sind Tote. Oh. Aber sie hatten wenigstens noch einen Brief dabei. Und was für mich? Ein Bronzebarren, ein Gusseisen. Ein von General de Lafayette unterzeichneter Einsatzbefehl. Ich befehle Ihnen, sich nach Saint-Louis zu begeben, 4 Wegstunden südöstlich von Mühlhausen. Es ist Ihnen und Ihren Männern verboten, mit den Passagieren zu sprechen. Sie werden sie den Ulanen von Hauptmann Häuser anvertrauen, die im Gasthaus der Poststation auf Sie warten werden. General Mathieu de Lafayette. Wie lange ist das hier schon? Wieso ist denn jetzt da auf einmal die Tür auf? Nee, da sollte man vielleicht nicht unbedingt rein. Dass den sein Gewicht ihn so hält, ist auch ein bisschen seltsam. Okay, das haben wir jetzt. 300 Meter. Den Ort der Übergabe aufsuchen. Hey, yo, ich will dir nichts antun. Bitte lassen Sie mich. Dankeschön. Tor der Baum. Ich ahne. Kommt der jetzt etwa? Spinnt der? Was soll man mit diesem toten Baum machen? Der kommt da hier auf jeden Fall nicht rein. Ah! Da kommt der doch rein. Wir werden, Groß Caillou, wir werden nun den Ort der Übergabe aufsuchen. Ich weiß noch nicht wie, aber wir werden es tun. Hier ist zum Beispiel Ende. Oh oh. Also bei diesem Spiel hier muss man unfassbar den Stick reindrücken, damit sie rennt. Das habe ich ja noch nicht öftersten. Aber. Was ist denn hier los? Was ist denn hier so ein Licht? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe alle Bösen hinter mir her. Hier schon mal nichts. Lassen Sie mich. Nein, da ist einer.
Nein, der Ort der Übergabe ist hinten. Hä? Achso, das ist so ein Hund. Au! Nun gut. Wir haben es gefunden, den Ort der Übergabe. Das Problem an diesen Gegnern ist, dass die zwar jetzt ein bisschen schwächer sind, aber die können mir trotzdem voll auf den Sack geben. Zum Beispiel, wenn man hier in die Ecke gedrängt wird. Madame de Polignac. It's dreadful, Aedris. All is lost. No! How were you able to leave Saint-Cloud? Earlier, after you ventured out into the palace grounds, all of the machines that were guarding us set out after you. I seized the opportunity to go to the stables and jump into a horseless carriage. What are you doing here, Madame? The children, Aedris. Charlotte and the Dauphin. Queen and the Marquis de Lafayette did everything they could do to save them from the king's madness. They spent days working out every detail of this operation with the greatest secrecy. The preparations for departure with our accomplices in the queen's house. The children's escape hidden inside this wagon. Our meeting here, in this very place. Then our departure with the riders who were to ensure our safe passage all the way to Austria. They would have been safe there with their uncle, the Emperor. But you can see for yourself. The children are nowhere to be seen. Poor Monsieur Clary. He was the Dauphin's valet. The poor soul gave his life to protect the little ones. Gabriel de Polignac haben wir jetzt gefunden. Es ist mal wieder passiert. Ich hoffe, ihr hört jetzt alles, was jetzt passiert. Denn bei mir spinnt wieder irgendwas. Äußerst seltsam. So. Wir sprechen ihn nochmal an. Ist dabei belassen. Okay. Wir belassen es dabei. So. Dann. Oh. Oh. Okay. Hier, das war vorher nicht auf, oder? Hier ist ein Zelt. Steht da was? Vier Pferde für drei Männer? Das ergibt keinen Sinn. Warum sehen die so aufgefressen aus? Eine rote Mütze. Eine Liste der Poststätten zwischen Paris und Lüttich. 100 Wegstunden, das ist eine lange Zeit. Reise. Ich muss jetzt mal vorlesen. Vielleicht können wir dann die Polignac mich aufklären. Bronzebaren. Also hier darf man schon mal nicht vorbei.
Dann fragen wir sie mal. Madame. Die Angreifer. The attackers all bear the same red cap with an embroidered rooster. It's the symbol worn by those who support the Duc d'Orléans. One of them had a map indicating all the staging posts from here to the Principality of Liège. Liège? That rabble-ridden city is where the Duke and his miscreants have established their base. Over here, there are four dead horses, and the body of a third man wearing a red cap. Four horses for three men. That means one assailant managed to get away. It's beyond doubt. The Duke's men have taken the children. They're the ones behind this ambush, and they knew every detail of our plans. We were betrayed. But surely the ambush did not go exactly as planned. Three of them lost their lives. That's true. If only we could catch the one who was able to escape. But now that I think about it, the riders that the Marquis de Lafayette promised us, if they made it here, they may have been able to surprise the kidnappers and stop them from carrying out their misdeed. By the grace of God, they may already be on their way to Vienna with the children. The riders did not make it, madame. They perished at the hands of the royal army. Sainte Mère de Dieu. C'est une catastrophe. The Marquis de Lafayette must be informed of this terrible turn of events. Without delay. I shall see to it, madame. As for you, please return to the Queen at once. You have taken enough risks as it is. Find the children, Aegis. Je vous en supplie. Okay. Wir haben nur noch ein Ding zu tun. Und das ist zurückzugehen. Haben wir jetzt hier alles? Eigentlich haben wir jetzt. Was ich halt nicht so richtig verstehe, ist, wenn diese Dinge, also diese Automaten, menschliches Blut brauchen und Leid und alles sowas, warum, das sieht immer noch sehr cool aus davon, warum um alles in der Welt ist das voll zu laut. So. Ah. Brauchen immer noch Alchemiekapseln, unbedingt. Für den nächsten Bosskampf, ansonsten halte ich das nicht aus. Wir haben jetzt über 100, glaube ich, für den letzten Bosskampf gebraucht, gell? Wahrscheinlich brauchen wir dann jetzt noch mehr. Ich überlege gerade, da vorne ist einer. Den müssen wir erstmal umbringen, bevor wir die anderen alle... Den haben wir sogar schon umgebracht. Hä? Das ist neu! Mich hat einer abgeschossen, nein! Oh, ist das scheiße, wenn man nichts hört. Also ihr hört jetzt, aber ich höre nichts. Ach, da wird mir auch die Essenz angezeigt. Das ist ja schön. Die würde ich schon gern mitnehmen. Oh! Kapsel, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir kommen jetzt zu unserer... Der schießt mich ab! Au! Du schuftiger Schuft. Mm-hmm.
Ja, hä? Wo ist unsere Essenz? Unsere Essenz liegt da dahinter, aber wie kommen wir denn da hin? Ach, hier lang. Nee, hier war doch die andere. Hä? Bin ich denn da hingekommen? Was ist denn das für ein Dorf? Wer hat denn das so gebaut? Kann doch niemand erzählen, dass sich hier einer zurechtgefunden hat. Da oben sieht es immer noch so aus, als ob wir da hin können. Aber da ist nichts. Ich habe ja gedacht, wir müssen hier lang, weil von hier kam ich ja irgendwie. Ach. Ja, wir mussten doch hier hoch, oder? Gibt das mehr Sinn? Ja. Ja, natürlich. Eine Alchemiekapsel. Hä? War ich nicht sonst auch um? Da. Ihr seid neu. Das sind neue. Die haben einfach die alten ausgetauscht teilweise. Ich stirb. Danke. Okay. Gab wenigstens eine Alchemiekapsel. So, wie kommen wir jetzt zur Kutsche? So. Weggeprügelt. So, sind wir hier lang gelaufen? Wir sind doch da oben irgendwo lang. Blub. Blub. Durch das Häuschen durch. Ach, aber jetzt sind wir doch wieder hier. Jetzt fängt das schon wieder an. Endlich.
Und eine Alchemiekapsel, wie wunderbar. Esplanade des Invalides. Ach, schön. Diese Dinger da. Wer stellt nicht sowas hin? Das ist voll gruselig. Wir haben jetzt hier tatsächlich alle eine Nebenaufgabe gemacht. Au. Ich brauche unbedingt Alchemie-Kapsel. So. Jetzt ist da vorne das Tor immer noch auf. Können wir da jetzt hin und her spazieren, wie wir wollen? Tatsache. Das war aber nicht von Anfang an auf, oder? Nun gut. Oh, Correspondant. An Monsieur de Lafayette, verehrter Monsieur, ich habe mich an den von Ihnen genannten Treffpunkt begeben und bin dort jemand Unerwartetem begegnet, Madame de Poligna, der Vertrauten der Königin. Sie machte kein Geheimnis aus dem Grund für ihre Anwesenheit an diesem trostlosen Ort. Daher weiß ich nun über die kostbare Fracht Bescheid, die Ihnen so viel Sorge bereitet. Ich muss Ihnen mitteilen, dass Charlotte und der junge Dauphin verschwunden sind. Alle Anzeichen deuten auf einen Überfall durch die Männer des Duc d'Orléans hin. Offenbar griffen sie den Wagen an, in dem die Kinder sich verbargen. Die Reiter, die sie als Eskorte entsandt haben, sind allesamt tot, niedergemacht von den königlichen Automaten. So. Reisen. Wir haben hier nichts mehr zu tun. Wir haben hier auch nichts mehr zu tun. Wir haben in Tuilerien etwas zu tun. Und zwar zwei Sachen tatsächlich. Und hier haben wir auch etwas zu tun. Ich würde sagen, wir gehen nach Tuilerien. Ja. Und da ich nicht weiß, ob ihr wirklich etwas hört oder nur meine Stimme gehört habt, beenden wir hier mal ganz kurz vorzeitig diese... Genau, wir müssen zum Louvre gehen. Das werden wir bald tun. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass irgendwie unsere Ausdauerleiste und unsere... Lebensleiste, glaube ich, erhöht wurde. Ist mir irgendwie nicht so aufgefallen. Habt einen schönen Abend, bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.